Profil Podcasts. Im Profil Podcast begrüße ich heute einen sehr gefragten Gast. Es handelt sich um Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Bernhard Weidinger ist Experte für den Bereich Rechtsextremismus, identitäre, rechtsradikale, neonazistische Gruppierungen. Er hat eine Dissertation geschrieben über die akademischen Burschenschaften nach 1945. Und ich habe ihn heute bei mir, um ihn alles das fragen zu können, was wir alles immer schon über die Identitären wissen wollten. Diese Gruppe ist ja derzeit in aller Munde. Die Meldungen gehen ja über die ganze Welt. Die Meldung nämlich, dass der Attentäter von Christchurch den österreichischen Identitären eine Spende von 1.500 Euro überwiesen hat im Jänner 2018. Und jetzt ist die Frage, was haben diese Identitären mit diesem rechtsextremen Terrorismus zu tun? Wurden sie in der Vergangenheit verharmlost, Ihrer Meinung nach? Oder sind sie gar nicht so gefährlich, sondern sind nur zufällig in diesen Bereich hineingerutscht? Wie beurteilen Sie das? Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Also zunächst möchte ich sagen, beim gegenwärtigen Kenntnisstand wissen wir tatsächlich nicht, ob die Identitären mit diesem Attentäter mehr zu tun haben, als dass sie wohl einmal von ihm eine Spende empfangen und sich dafür bedankt haben. Ich glaube allerdings, dass man sagen kann, dass dieser Brandon Tarrant einer ist, der in gewisser Weise die identitären Erzählungen zu Ende gedacht hat. Ja? Weil worin sich beide treffen, ist diese Erzählung von diesem sogenannten großen Austausch, also was nichts anderes ist als eine Umschreibung dafür, dass Gesellschaften ethnisch diverser werden. Ja? Das ist soweit, glaube ich, ein unumstrittenes Faktum, dass das so ist. Die Frage ist, wie man das bewertet. Ne? Und worin der Herr Tarrant und ein Herr Sellner oder die Identitären sich einig sind, ist eben, dass das Auswirkungen von katastrophischem Ausmaß hat. Ja? Also dass das den Untergang des Abendlands bedeutet und dass das um jeden Preis verhindert werden muss oder dass diese Entwicklung gestoppt werden muss. Sie wenden dabei allerdings unterschiedliche Methoden an. Ja. Aber uns schien immer schon ein gewisses Radikalisierungspotenzial in dieser Erzählung zu liegen, das ein Herr Breivik beispielsweise, der Attentäter von Oslo, auch realisiert hat. Ja. Also der hat auch in seinem Manifest, also diese Leute haben ja dann immer das Bedürfnis, sich da entsprechend schriftlich zu verbreitern, der hat das in seinem Manifest auch ausgeführt. Quasi es ist einfach... Es ist 11:55, ja. Die Katastrophe steht bevor und man muss jetzt handeln und angesichts dieser katastrophischen Auswirkungen dieser Entwicklung ist jedes Mittel recht. Ja. Diesen Schritt haben die Identitären nicht vollzogen. Ja. Die sagen, nein, wir streben eine Umkehr dieser Entwicklung auf friedlichem, auf gewaltfreiem Wege an. Aber natürlich, wenn man der Meinung ist, dass diese Entwicklung katastrophal ist und dass man die letzte Generation ist oder wie es bei den Identitären teilweise heißt, wir haben vielleicht noch 5 Jahre, bis diese Diversifizierung so weit fortgeschritten ist, dass es ihnen zufolge auf demokratischem Weg kein Gegenmittel mehr gibt, dann muss man sich wahrscheinlich nicht wundern, wenn dann zumindest Einzelne auf die Idee kommen, okay, in dieser misslichen Lage rechtfertigte Zweck der Mittel. Das heißt, es gibt eine gemeinsame Gedankenwelt vom rechtsradikalen oder sogar vom neonazistischen Bereich bis zu diesem Bereich, der durchaus ja auch in konservativen rechten Parteien zu finden ist, weil das sagt auch Sarrazin letztlich, also die Deutschland schafft sich ab, dieses Buch, oder das sagen Politiker der FPÖ, dass die Ausländerflut und die Einwanderungswelle oder die Völkerwanderung und dass man fremd sei im eigenen Land, wenn das so weiterginge, etc. etc. Also das sind ja eigentlich, wirken die ja nach beiden Seiten, also in den
Bürger in den konservativen Bereich hinein, aber auch in den neonazistischen Bereich hinein oder in den Nazi, eher Alt-Nazi-Bereich hinein. Aber wo sind da ideologisch, müssten da doch Unterschiede doch irgendwo zu finden sein. Also die Frage, sprechen die Identitären ihrer Meinung nach von Rasse, wenn sie sagen, dass man möglichst homogene Gesellschaften anstreben sollte? Also ist das ein Rassenbegriff oder weil Sie sagen, Sie sprechen eigentlich immer von Kultur. Inwieweit hängt das zusammen, Rasse und Kultur? Ja, also nein, von Rasse sprechen die Identitären grundsätzlich nicht. Das ist auch etwas, was sie von dem Attentäter unterscheidet. Der macht das sehr offensiv, sehr explizit, bekennt sich auch dazu, Rassist zu sein. Mhm. Und in diesem, also in diesen explizit rassistischen Passagen des Manifests sieht man auch also keinen identitären Einfluss, sondern eher einen Einfluss dieses US-amerikanischen rechtsextremen neonazistischen Diskurses. Mhm. Also im Gegensatz zu dem Attentäter sprechen Identitären eben von Kultur, von Ethnie, auch von weniger als jetzt die traditionelle extreme Rechte in Österreich, wo einfach der Begriff des Volkes immer ganz zentral war und also verstanden als ethnisches Kollektiv. Dagegen verwenden Identitären eher Begriffe wie eben Abendland oder Westen, Europa, ja, also größere Bezugsräume, die es dann auch erleichtern, über Grenzen hinweg zu kooperieren. Ja, teilweise auch mit Personen, mit denen die traditionelle extreme Rechte in Österreich nie kooperiert hätte, wie italienische Faschisten. Das geht nicht zusammen wegen Südtirol eigentlich. Mhm. Das heißt, der Rassebegriff spielt in der identitären Propaganda keine Rolle. Ja. Aber natürlich kann man sich fragen oder sollte man sich fragen, okay, wenn man jetzt weniger die Rhetorik anschaut, wenn man jetzt weniger die Begrifflichkeiten anschaut, sondern wenn man anschaut, was ist deren Vision, wie stellen die sich die Welt vor, ja, und wie verhält sich das zu der Vorstellung der Vision der traditionellen extremen Rechten, dann muss ich sagen, sehe ich da wenig Unterschied, weil in beiden Fällen, egal ob ich es jetzt kulturalistisch begründet habe oder explizit rassistisch begründet habe, besteht diese Vision in einer Welt, wo alle Menschen da leben, wo sie vermeintlich hingehören, ja, in dem ihnen entsprechenden Kulturraum, ja, wo es eben möglichst keine Vermischung gibt, basierend auf der Sichtweise, dass diese Vermischung für niemanden gut ist, ja, dass es die Menschen entwurzelt, woanders zu leben, als ihren ethnischen Wurzeln entspreche, und es gleichzeitig auch für die Aufnahmegesellschaften nicht erstrebenswert wäre, weil, wie die Identitären zum Beispiel sagen, Demokratie nur innerhalb ethnisch weitestgehend homogener Einheiten überhaupt funktionieren kann. Ja. Und wenn ich mir das ansehe, muss ich sagen, egal jetzt auf welchem Weg man zu diesem Idealbild einer Welt kommt, ja, im Ergebnis ist das nicht weit weg von dem, was halt früher Neonazis sich so vorgestellt haben. Ich habe es deshalb gefragt, weil mir dieses eine Zitat von Theodor W. Adorno eingefallen ist, der gesagt hat, der vornehme Begriff Kultur ist durch Rasse ersetzt worden. Mhm. Also weil das einfach anschlussfähiger ist und salonfähiger ist, wenn man darüber spricht. Und wenn man der Meinung ist, dass Menschen zum Beispiel aus dem islamischen Kulturraum sich einfach quasi, die sind festgebunden an ihrer Religion, an ihrer Herkunft, an ihrer Kultur und können sich nie im Leben, und sei es nach ein oder zwei Generationen, auch noch nicht hier heimisch fühlen und als gleichberechtigte Staatsbürger anerkannt werden. Ja. Nein, nicht von ungefähr ist ein zentraler identitärer Slogan, Integration ist eine Lüge. Ja. Ja. Sozusagen andere fordern Integration und sagen, na, wenn die sich integrieren, ist es eh okay. Wir sagen, sorry, das funktioniert einfach nicht. Ja, das entspricht weder denen, die sich integrieren sollen, noch entspricht es den Aufnahmegesellschaften. Ja, das kann nicht funktionieren. Aber wenn wir jetzt von den Begriffen weitergehen, also von den Begriffen, die Sie verwenden, also Sie schreiben ja nicht oder Sie reden nicht von Umvolkung, sondern eben vom großen Austausch. Sie reden, glaube ich, selten von Volkstod, oder doch? Vielleicht das eine oder andere Mal ist der Begriff schon gefallen. Ja,
Ja, also, ja, aber es sind also eigentlich modernere Begriffe. Es sind nicht diese Alt-Nazi-Begriffe, es sind modernere. Genau, Sachen. Ja, also zum Beispiel Remigration, ja, ist sowas, also wo man halt nicht sagt Massendeportation, sondern man will Remigration. Das klingt schon um einiges unverdächtiger, weniger punziert. Aber tatsächlich diese ganzen rhetorischen Modernisierungsleistungen verdecken eigentlich, dass das, was man will, die politischen Ziele, die man verfolgt, sich halt von denen der alten Rechten kann man unterscheiden. Jetzt zurück zu der allerersten oder zweiten Frage, nämlich zu der Frage, wie gefährlich sind Sie? Wir haben jetzt also eine Bewegung oder eine Gruppe, die spricht einerseits wie in einem Salon, andererseits wie Neonazis, wenn man quasi den Gehalt dessen, was sie sagen, sich vorstellt. Aber sie lehnen die Gewalt ab, das sagen sie auch immer wieder. Sie haben auch offenbar ein bisschen Angst, dass man sich auf sie beruft und gewalttätig wird, weil ich habe auch Texte gefunden im Internet, wo der Herr Sellner sagt, ja, es kann schon sein, dass sich dann manche glauben, nur gewaltsam dass manche glauben, sie könnten nur gewaltsam unsere Ziele durchsetzen, aber davon distanzieren wir uns quasi schon im Vorhinein. Mhm. Aber ich meine, sind sie jetzt gefährlich oder nicht? Oder vielleicht oder sind sie gefährlich nur in ihrem Denken und nicht in ihrem Tun? Ich würde jetzt mal, also wenn wir von Gefährlichkeit reden, zum Ersten darauf hinweisen, dass die Größe, die Bedeutung dieser Gruppierung gemeinhin überschätzt wird. Ja. Insofern, also natürlich sind sie selber daran interessiert, beispielsweise es so darzustellen, als hätte die Regierung den UN-Migrationspakt dann letztlich nicht unterschrieben oder dem nicht zugestimmt, weil unter anderem die Identitären dagegen kampanisiert haben. Ja, das halte ich für eine Selbstüberschätzung oder also eine interessierte Selbstüberschätzung. Das heißt, der Einfluss ist, glaube ich, recht gering. Was Gefährlichkeit in einem anderen Sinn, nämlich im Sinn der Bedrohung durch unmittelbare physische Gewalt, so wie das in Christchurch war, betrifft, auch da gibt jetzt ihr Track Record sozusagen über die letzten Jahre wenig Anlass, sie jetzt für besonders gefährlich zu halten. Was natürlich eine interessante Frage ist, also der Sellner hat ja gerade jetzt in seinen Einlassungen auf Christchurch und seit Christchurch nicht zuletzt die Botschaft verbreitet, dass es eben ein Problem wäre, dass quasi alle, die mit diesem Bevölkerungsaustausch, dem vermeintlichen, ein Problem haben, dass es dafür keinen legitimen Platz in der politischen Debatte gäbe, dass die alle pauschal diffamiert würden, so quasi egal, ob der 50 Menschen umbringt oder ob der einfach nur friedlich demonstriert, das sei sozusagen, werde alles ausgegrenzt. Ja. Und dass das, genau diese Ausgrenzung, Menschen quasi in den Untergrund treiben würde oder möglicherweise auch in die Gewalttätigkeit, weil sie sozusagen die Erfahrung machen würden, dass sie ihre Sorgen, ihre Anliegen, ihre Ziele nicht artikulieren dürfen. Ja. Und das halte ich halt für einen großen Irrtum, oder also falls es wirklich nicht versteht, ansonsten halt für einen propagandistischen Schachzug, weil man ja nun wirklich nicht davon sprechen kann, dass jetzt so Motive wie ich fühle mich fremd im eigenen Land, ich erkenne mein Wien nicht wieder, ich treffe dauernd auf Leute, die andere Sprachen reden, das verunsichert mich, bis hin zu tatsächlich Begriffen wie Bevölkerungsaustausch. Als ob das in der österreichischen politischen Debatte keinen Platz hätte, im Sinn von darin nicht vorkäme. FPÖ-Vertreter verwenden den Begriff des Bevölkerungsaustauschs seit Jahrzehnten. Mhm. Andreas Mölzer selbst hat noch von der Umvolkung gesprochen, später von der Ethnomorphose, was genau das Gleiche meint, aber halt gelehrter klingt. Das heißt, diese Positionen sind in der österreichischen politischen Debatte präsenter, als es, glaube ich, der demokratischen Kultur in Österreich zuträglich ist. Also so zu tun, als hätte das keinen Platz, das ist natürlich vollkommen abwegig. Ja, aber es fügt sich natürlich in eine Strategie der Selbstviktimisierung, die extreme Rechte halt immer sehr gern verfolgt. Ich meine, der Konnex zur FPÖ ist schon interessant, weil ich kann mich erinnern, es gab da mal parlamentarische Mitarbeiter bei der FPÖ,
in der vorhergegangenen Legislaturperiode, da war der eine oder andere dabei, der bei den Identitären gewesen ist, wobei es oft schwierig ist, das zu sagen, weil sie haben ja kein Mitgliederverzeichnis, sondern wenn, dann treten sie auf als Sprecher oder als Aktivisten. Also es gibt wahrscheinlich viele Leute, die irgendwie dabei sind vielleicht, aber die man auch namentlich gar nicht kennt, nehme ich mal an. Aber es gab Debatten, es gibt einige freiheitliche Politiker, die sich zu den Identitären geäußert haben, und zwar von ich will mit denen nichts zu tun haben, ich glaube, das hat der Norbert Hofer mal gesagt, bis zu ist der Herr Mario Eustachio in Graz, Stadtrat, der gesagt hat, ein Engagement bei den Identitären verbietet das FPÖ-Statut nicht. Also es ist offenbar eine große Bandbreite. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es da eine Zusammenarbeit in irgendeiner Form oder sind es wirklich Einzelfälle? Also die Signale der FPÖ in Richtung Identitäre sind tatsächlich über die Jahre recht inkohärent, also es ist keine klare Linie erkennbar. Es gibt zum Teil Solidarisierungen, dann gibt es aber auch wieder Distanzierung. Das ist, glaube ich, auch nicht überraschend, weil natürlich jetzt aus Sicht der FPÖ, wenn man sich jetzt die identitäre Programmatik anschaut, muss man eigentlich sagen, okay, das haben wir im Programm, das haben wir im Programm, das haben wir im Programm, das haben wir so vielleicht nicht im Programm. Aber im Großen und Ganzen hat man jetzt inhaltlich eigentlich wenig Grund, sich da abzugrenzen als FPÖ, dort wo die FPÖ steht. Gleichzeitig ist es natürlich so, und das sozusagen ist der wahre Kern von Herrn Sellners Behauptung von der Ausgrenzung. Ausgegrenzt werden nicht die identitären Inhalte, aber tatsächlich zeigen sich alle politischen Parteien und zum Teil eben auch die FPÖ bestrebt, sich von den Identitären als Träger dieser Inhalte abzugrenzen, was es ihnen dann wiederum ermöglicht, selbst diese Inhalte zu vertreten, weil man eben unter Verweis auf die Distanzierung vom Träger sagen kann, wir grenzen uns gegen rechts außen ab und haben damit nichts im Hut. Mhm. Ja. Also das ist so die Herausforderung, die ich da sozusagen sehe. Mhm. Also wobei sich nicht alle Freiheitlichen auch von den Personen abgrenzen oder von der Teilnahme an gemeinsamen Demonstrationen weiter. Ja, genau. Also es gibt viele Beispiele, wo eben Freiheitliche an identitären Kundgebungen teilnehmen, teilweise auch als Redner dort auftreten oder irgendwelche Postings absetzen mit Solidaritätsbotschaften. Mhm. Also das gibt schon, aber ich glaube, dass jetzt spätestens in einer Situation wie jetzt, ja, also wo, wenn auch am Ende nichts dabei rauskommen mag, aber wo eben die Identitären in die Nähe von Christchurch gerückt werden, also spätestens da muss eine Partei natürlich die Reißleine ziehen und alles tun, um zu vermeiden, da irgendwie selbst mit reingezogen zu werden in dieses PR-Desaster. Ich meine, wenn man sich die Herkunft der Identitären anschaut oder wenn man sich anschaut, woher die Menschen, die sich bei den Identitären engagieren, kommen, dann fällt schon auf, das sind sehr oft Mitglieder von Burschenschaften und so von schlagenden Verbindungen oder sogar aus dem wirklich neonazistischen Bereich, wie es beim Herrn Sellner der Fall war, der sich ja dann so quasi ein bisschen distanziert hat von ihnen. Das heißt, es gibt da offenbar auch durch die Biografien einen Konnex zu dem ganz, ganz Rechtsradikalen bis zu den Freiheitlichen. Oder irre ich mich hier? Ja, also gerade natürlich, wenn man von den Burschenschaften beispielsweise spricht, die sind seit jeher eine Kaderschmiede für die extreme Rechte insgesamt. Ja. Also einerseits natürlich für die Freiheitliche Partei, aber seit jeher auch für alles, was sich rechts davon getan hat. Also sei es die NDP eines Norbert Burger, sei es selbst die WAPO in Teilen, wo jedenfalls einzelne Kader auch einen burschenschaftlichen Hintergrund hatten. Die Küsselpartie war das, die genau. WAPO, ja. Also man kann sagen, dass in der Zweiten Republik es kaum eine relevante Regung des organisierten Rechtsextremismus gegeben hat, wo Burschenschaften nicht beteiligt gewesen wären und meistens an vorderster Front beteiligt waren. Also insofern ist das natürlich ein gemeinsamer Hintergrund, der dann auch Verbindungen stiftet, schon bevor, also teilweise bevor die Leute dann
wirklich als Aktivisten oder als Parteifunktionäre in Erscheinung treten. Ja. Also da gibt es sozusagen ein gemeinsames Soziotop, wenn man so will. Und auch jenseits dieses burschenschaftlichen Hintergrundes sind die also gibt es mannigfaltige Begegnungsräume. Ihr habt das jetzt der Akademikerball in Wien ist. Mhm. Da war, glaube ich, der Herr Sellner mit seiner Verlobten beim vergangenen. Regelmäßiger Besucher. Oder auch diese beiden Kongresse, die es da gegeben hat, 2016 zuerst in Linz, Verteidiger Europas. Den einen Kongress, den der Herr Innenminister damals noch mit einer Begrüßungsrede beehrt hat. Also der im Jahr 2016. Jetzige Innenminister. Also da hat man wirklich gesehen, und 2018 gab es dann eben eine Zweitauflage wieder in Oberösterreich. Und da war das erklärte Ziel auch, diese Veranstaltungen Vernetzung voranzutreiben. Ja. Und da waren so ziemlich alle rechtsextremen Zeitschriften Österreichs, waren da präsent, auch viel aus Deutschland. Einzelne Burschenschaften, Künstler oder jedenfalls Personen, die von sich behaupten, dass sie Kunst machen, und einiges andere mehr. Und tatsächlich war dann feststellbar, dass nach diesen Veranstaltungen und auch schon nach der ersten Veranstaltung, dass dann die Tauschinserate zwischen diesen Zeitschriften zugenommen haben. Also die bewerben einander jetzt wechselseitig stärker als zuvor. Mhm. Ja. Und natürlich sind das auch Räume, wo tatsächlich ein Kennenlernen stattfindet, wo ein Austausch stattfindet. Und kann man sagen, dass über die letzten Jahre sicher die extreme Rechte in Österreich insgesamt stärker integriert worden ist. Mhm. Also integriert im doppelten Sinn, in sich, aber auch in die Gesellschaft. In die Gesellschaft auch zum Beispiel eben durch den Auftritt des Herbert Kickl dort, der die Begrüßungsrede gehalten hat. Glauben Sie, tut es ihm leid heute? Ich habe keine Ahnung. Ja. Also ich erinnere mich nur an, also damals war das ja auch ein Politikum, oder ist das ja auch thematisiert worden, da hat er an sich sehr, soweit ich mich erinnere, auch Herrn Nachs sehr demonstrativ verteidigt, dass er da dazu steht und dass das legitim sein muss. Ja. Wissen Sie, wie der Verfassungsschutz im Laufe der Jahre zu den Identitären gestanden ist? Beziehungsweise glauben Sie, dass der Verfassungsschutz Sie im Fokus hatte? Oder hat? Er hat wahrscheinlich jetzt schon, aber wie das war? Also Äußerungen in den Verfassungsschutzberichten legen für mich schon den Schluss nahe, dass man da sehr kritisch drauf schaut. Mhm. Ich erinnere mich auch an einzelne Aussagen vom BVT-Leiter Griedling dazu. Also da hätte ich bislang nicht den Eindruck gehabt, dass das unterschätzt wird. Nun, im konkreten Fall mit dieser Spende ist es ja offensichtlich so, dass die bereits aufgefallen ist im Zuge dieser Ermittlungen im Grazer Verfahren, im Grazer Prozess gegen KRD Identitären. Insofern kann man sagen, dass der Prozess zumindest das zutage gefördert hat indirekt. Also ich habe in Summe eigentlich nicht den Eindruck, dass österreichische Behörden da sozusagen wegschauen oder da besonders pfleglich umgehen. Also ich habe mir die Verfassungsschutzberichte so ein bisschen quer gelesen. Werden die Identitären so quasi gefährlicher, oder manchmal widmet ihnen der Verfassungsschutz mehr Platz, manchmal etwas weniger. Aber ich habe den Eindruck, dass es schon sehr hart mit ihnen ins Gericht geht. Mhm. Also mit dem, was sie auch inhaltlich so vertreten. Zum Beispiel dieser eine Satz, das aus dem Verfassungsschutzbericht 2016, wo er ausführt, wie sie über bestimmte Dinge denken, was sie propagieren. Und wo geschrieben wird, dies impliziert wohl nicht zufällig, sowohl in Diktion als auch im Geist der Anklage. Das erinnert an die nationalsozialistischen Denkschemata von Rassenhygiene. Also wenn man dauernd von dieses Wunschbild des homogenen Volkskörpers, also dass Menschen, die in einem Land leben, alle irgendwie dieselbe ethnische, unter Anführungszeichen, Herkunft haben sollen. Also ich habe den Eindruck, eigentlich ist er zum Teil sehr kritisch gewesen. Manchmal widmet er ihnen mehr Platz, manchmal weniger. Aber glauben Sie, weil jetzt so eine kleine Verbotsdebatte aufflackert, ja, glauben Sie, dass es rechtliche Möglichkeiten gäbe, die Identitären zu verbieten? Auf Basis dessen,
was ich heute weiß über das, was die Identitären tun und das, was sie sagen, und ich muss dazu sagen, ich bin kein Jurist, sehe ich diese Verbotsmöglichkeit eigentlich nicht. Ja, und ich bin grundsätzlich auch, ich würde grundsätzlich auch dazu raten, mit Verbotsideen sehr sorgsam umzugehen. Einerseits, weil die Erfahrung zeigt, dass die auch schnell auf andere übergreifen kann. Ja, also überall, wo man eins verbietet, wird früher oder später auch das andere verboten. Und andererseits auch, weil natürlich ebenfalls die Erfahrung zeigt, dass schlecht überlegte Verbotsforderungen oder Verbotsforderungen, die man nicht zu Ende gedacht hat, bevor man sie erhebt, dann oft nach hinten losgehen, indem sie letztlich zu einer Legitimierung derer führen, deren Verbot man erwogen hat. Also wir haben das in Deutschland gesehen mit der NPD, wo es zweimal ein Verbotsverfahren gab. Das ist zweimal gescheitert und ja, nichts Besseres hat die passieren können. Ja. Also was für eine bessere Legitimation gäbe es, als zu sagen, hey, verfassungsrechtlich geprüft, wir sind koscher. Ja. Mhm. Und man hat bereits gesehen, also bereits der Graz-Prozess, glaube ich, konnte letztlich für die Identitären als ein politischer Erfolg verbucht werden. Mhm. Weil man ihm sagen konnte, ja, es wurde alles gegen uns aufgefahren, was sie haben, und geführt hat es zu nichts. Mhm. Also nichts dabei rausgekommen, also diese paar Einzeldelikte. Die Verurteilung wegen Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Genau. In dem Fall. Das heißt, ich würde einfach dazu raten, dass man tatsächlich mit Verbotsforderungen sehr sorgsam umgeht. Also Sie fürchten, dass es dann vielleicht sogar einen Solidarisierungseffekt gibt, weil viele Menschen so denken wie die Identitären, aber nicht verboten werden wollen, also wenn man es jetzt ganz salopp zusammenfasst. Ja, und natürlich, gerade weil die Identitären ja auch diese Erzählung spinnen, die ich, wie gesagt, für falsch halte. Also quasi, man darf ja nichts sagen und wir machen da friedlichen Aktivismus und der wird uns nicht zugestanden. Ja. Und so quasi, das ist dann kein Wunder, wenn einige sich radikalisieren. Also diese Erzählung erfährt natürlich eine Bestätigung dadurch, dass man sagt, hey, das, was ihr macht, ist illegal. Ja. Also selbstverständlich, ich bin dafür, dass im Rahmen der geltenden Gesetze, also dass die euch exekutiert werden. Ja. Und natürlich, wenn es Verbotsgesetzverstöße gibt, wenn Verhetzung passiert, wenn systematisch aus einer Gruppierung heraus kriminelle Aktivitäten gesetzt werden, klar gehört das dann entsprechend auch verfolgt. Aber wie gesagt, im Rahmen der derzeit geltenden Gesetze sehe ich als Nicht-Jurist die Grundlage nicht für ein Verbot der Identitären, sofern nicht die jetzt laufenden Ermittlungen der neue Erkenntnisse bringen. Etwas anderes ergeben, ja. Eine letzte Frage. Ich meine, es gibt in Österreich das NS-Verbotsgesetz. Das bewegt sich, oder auch den leichteren Paragraphen der Verhetzung, der Verharmlosung, der Leugnung. Jetzt sind die Identitären eine Bewegung, die sich quasi von Hitler emanzipiert, unter Anführungszeichen. Also sie treten nicht so auf wie die alten Neonazis, die dann noch irgendwie Hitlerbüsten vielleicht daheim stehen gehabt haben oder Symbole verwenden oder eben verharmlosen. Sie äußern sich dazu eigentlich überhaupt nicht. Was den Antisemitismus betrifft, da sagt Zellner, ja, er ist weder ein Zionist noch ein Antizionist, so quasi, wir nehmen da alles. Also die Islamfeindlichen können ruhig israelfreundlich sein, die nehmen wir auch. Also die können ruhig auch mitmachen oder die unterstützen wir auch. Es ist so eine, man hat irgendwie das Gefühl, dass mit dem NS-Verbotsgesetz sind wir an irgendwie ein Ende gekommen. Also es greift nicht mehr für die neuen rechtsradikalen oder rechtsextremen Bewegungen. Und wäre da nicht doch irgendwie eine Nachschärfung notwendig? Naja, also das Verbotsgesetz ist ja sehr wohl lebendiges Recht im Sinne von, also in dem Sinn, dass da halt doch jährlich eine erkleckliche Zahl an Verurteilungen gibt. Allerdings ist es tatsächlich so, dass ein großer Teil dieser Verurteilungen jetzt nicht tatsächlich die rechtsextreme Kader trifft, sondern Menschen,
Also weil die Kader eben genau wissen, was, wissen, was im Gesetz steht, was man tun kann, was man gerade nicht tun kann und sich dann halt behelfen mit irgendwelchen Codes und Umschreibungen und so. Während halt irgendwelche unbedarften Leute, die von dem Gesetz keine Ahnung haben, halt in irgendwas ins Netz stellen oder irgendein Facebook-Posting absetzen. Und das ist dann inzwischen der typische wegen Verbotsgesetz verurteilte Mensch, nicht der rechtsextreme Kader. Mhm. Obwohl es natürlich solche Fälle auch noch gibt, also wo tatsächliche Neonazis, ich meine jetzt weltanschaulich gefestigte Neonazis mit einer geschlossenen Weltanschauung sozusagen, verurteilt werden. Beim Verhetzungsparagrafen wiederum ist es so, dass man, wenn man sich jetzt die Identitären anschaut, sagen kann, die navigieren da recht geschickt eben zwischen den Paragraphen. Ja. Also klar, Verbotsgesetz streifen sie schon deshalb nicht an, weil sie es im Allgemeinen vermeiden, sich jetzt überhaupt mit zeithistorischen. Ja. Also die reden lieber von der Schlacht um Wien, also Türkenkriege und so weiter. Damals ja, als von der Schlacht um Wien 1945 oder so. Und beim Verhetzungsparagraphen ist es so, eben so, naja, der sagt eben, es ist verboten, jetzt eine Gruppe von Menschen nach verschiedenen Kriterien, also eine ethnische Gruppe, eine religiöse Gruppe und andere mehr, ihre Menschenwürde zu berauben, herabzuwürdigen und zur Gewalt gegen sie aufzurufen. Ja. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass die Identitären sagen, wir, also tatsächlich agitieren die jetzt nicht offensiv direkt gegen Muslime beispielsweise, ja. Sondern sie sagen, die Schuldigen sind nicht die Muslime oder die zu uns kommen, die Schuldigen sind die Politiker, die das zulassen, die Multikultis, alle Leute, die diesen links-linken Phantasmen und Wunschträumen einer der Möglichkeit von Integration und so weiter und Inklusion und einer multikulturellen Gesellschaft aufsitzen, ja, das sind unsere Feinde, die Liberalen sind unsere Feinde, die Linken natürlich auch, aber sie vermeiden es eben wirklich direkt gegen die Personengruppen zu agitieren, die vom Gesetz, vom Verhetzungsparagraphen geschützt sind. Ja. Dass sie dennoch natürlich dass ihre Propaganda natürlich dennoch eine antimuslimische, eine Anti-Einwanderungsstoßrichtung hat und natürlich beiträgt zum Othering dieser Menschen und dazu, diese Menschen auszugrenzen. Ja. Wenn auch indirekt, wenn auch sozusagen über die Bande, ja, indem man sagt, deren Präsenz ist ein großes Problem, ja, und da muss was dagegen getan werden, ohne zu sagen, die sind alle schlecht oder so. Ja. Das ist eine andere Frage, ja, aber sie vermeiden es auf diese Weise zumindest, eben wirklich in Konflikt mit dem Verhetzungsparagrafen zu kommen. Und ich meine, natürlich kann man sich jetzt überlegen, braucht es da zusätzliche Instrumente, ja, aber im Allgemeinen tendiere ich dazu, dass man eben die Konfrontation solcher Weltanschauungen auf politischem Wege suchen muss, ja? Dass es darum geht, dass Gegenerzählungen angeboten und stark gemacht werden, Erzählungen, die eben nicht auf Ausgrenzung und Abwertung basieren, sondern auf Inklusion, auf Solidarität, solchen Werten, ja? Dass man durchaus auch um Begriffe streitet, ja? Dass man um Rahmungen streitet. Die extreme Rechte war da sehr erfolgreich in den letzten Jahren, ihre Rahmungen, ihre Erzählungen durchzusetzen. Also beginnend in den 90ern mit der Erzählung, es gibt ein Ausländerproblem, ja, oder die Ausländerfrage ist die wichtigste politische Frage. Ja, systematische Ethnisierung des Sozialen, jedes Problem ist plötzlich ein Ausländerproblem. Bildungssystem, Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt, Sozialsystem, alles Ausländerprobleme. Ist die Politik der Bundesregierung derzeit. Naja, und jetzt das Jüngste eben, die jüngste Erzählung oder das jüngste Ideologem, diese vermeintliche Islamisierung, ja, das ist, war auch schon sehr erfolgreich, sich durchzusetzen als ein vermeintlich sich tatsächlich vollziehender Prozess, mit dem, wo ja viel mehr damit gemeint ist, als dass sozusagen der Anteil von Muslimen an der Bevölkerung steigt, sondern wo gemeint ist, wir werden zu einem islamischen Land. Ja, ja, die kriegen zu viele Kinder und so weiter. Ja. Das wird ja so argumentiert. Also da glaube ich, das wäre das Wichtigste, da einfach Gegenerzählungen, alternative Rahmungen anzubieten. Und das ist jetzt natürlich nichts, was jetzt Aufgabe von Gerichten oder auch von Leuten, die Gesetze schreiben, ist, sondern das ist eine Aufgabe, die sich
von der Einzelperson natürlich bis hin zu den politischen Parteien erstreckt. Herr Weidinger, ich danke Ihnen sehr. Ich danke schön. Sehr gerne.